Herzlich willkommen bei den Bäckers. Wir sind in Gallipoli auf dem Campingplatz Torre Sabea und den wollen wir euch heute vorstellen. Der Agricamper Torre Sabea liegt im Herzen des Salento, etwa 2 Kilometer von der Stadt Gallipoli und 1 Kilometer von dem berühmten Ferienort Rivabella entfernt, direkt am Ionischen Meer. Der Platz verfügt über Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen oder Zelte und bietet darüber hinaus noch Campingzelte und Apartments. Auf dem Gelände sind mehrere Sanitärgebäude, Waschmaschine, Trockner, ein Restaurant, Fahrradverleih und Swimmingpool. Er ist ganzjährig geöffnet und eignet sich daher gut zum Überwintern. Hunde sind erlaubt und die Besitzer sind sehr hilfsbereit und freundlich. Die Übernachtungspreise variieren, schaut hier einfach auf die Internetseite. Wir waren im November 22 dort und haben ein Winterangebot bekommen. Ein Monat 400 Euro inklusive allem, Strom, Duschen, Sanitär, Ver- und Entsorgung, WLAN, Hunde, also alles inklusive. Der Stellplatz bietet mehrmals täglich einen Shuttle in die Altstadt oder zu den Stränden nach Rivabella an. Wer mit dem Fahrrad reist, kann die Strecke auch gut mit dem Fahrrad fahren. Wir haben uns für diesen Campingplatz entschieden, weil er zum einen ganzjährig geöffnet hat und damit zum Überwintern ideal ist. Andererseits aber auch sehr grün und sehr gepflegt. Aber seht einfach selbst. Von hier oben kommt ihr auf den Platz gefahren. In diesem Häuschen ist die Rezeption untergebracht, am Vormittag und am Nachmittag besetzt. Solltet ihr in der Mittagspause ankommen, dann ja, geht einfach auf den Stellplatz und meldet euch im Nachgang an. Wir wurden freundlich empfangen, über den Platz geführt und durften uns dann eine Parzelle aussuchen. Die Stellplätze auf dem Campingplatz sind sehr unterschiedlich, im Schatten, in der Sonne, auf Grün oder auch auf Asphalt. Und damit ihr euch selbst einen Einblick oder einen Überblick verschaffen könnt, zeige ich euch jetzt mal ein paar Bilder. Wir haben uns für diese Parzelle hier entschieden. Sie ist etwa 13 auf 7 Meter groß. Wir haben ausreichend Platz. Unser Mobil steht im Schatten und gleichzeitig haben wir auch noch ein bisschen Novembersonne. Die Plätze verfügen alle über Strom mit 6 Ampere abgesichert. Und der Platz ist insgesamt sehr, sehr grün, sehr gepflegt. Und wie ihr hier schon erkennen könnt, ist das Grün an der ein oder anderen Ecke etwas tiefer gewachsen. Wer also ein höheres Mobil hat, muss ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen aufpassen. Die Stellplätze in der Sonne sind bei den Überwinterern natürlich sehr beliebt. Wir haben den Platz ja im November besucht und da konnte man das noch ganz gut ausnutzen. Auf dem Campingplatz stehen 3 Sanitärgebäude zur Verfügung. Ich zeige euch jetzt einfach mal eins davon. Der Zugang zu den Sanitärgebäuden ist auch behindertengerecht. Hier im vorderen Bereich gibt es Toiletten. Das sind jetzt die für die Männer. Und das war alles sehr sauber und ordentlich. Gut, hier ist keine Brille, kein Toilettenpapier, aber das findet man in Italien eigentlich relativ häufig. Hier befinden sich Waschbecken für Wäsche zu waschen und auch Waschbecken fürs Geschirr mit heißem Wasser. Hier rechts sind die Duschen für die Herren.
Ist zwar ein bisschen dunkel, aber ihr könnt die Größe, glaube ich, gut erkennen. Und auf der anderen Seite sind nochmal 4 Duschen für die Frauen mit einem wirklich großen Vorraum, Bank, Waschbecken und auch nochmal einen Stromanschluss, sodass man ja den Föhn direkt anschließen kann. Und die Duschen waren bei unserem Aufenthalt immer sehr sauber, heiß und alles war sehr gepflegt. Auf dem Gelände befindet sich ein Restaurant, ein Ristorante mit einem Shop, in dem eigene Produkte oder Produkte der Region verkauft werden. Jetzt in der Nebensaison ist nicht mehr ganz so viel los. Es hat auch nicht täglich geöffnet. Das kann man an der Rezeption erfragen. Es gibt immer wieder Aktionen wie Pizza essen oder passend zu den Feiertagen. Und im Sommer oder in der Saison sitzt man hier bestimmt wirklich gut. Hinter dem Restaurant, ganz neu, ist ein Swimmingpool. Der ist schön angelegt, hat auch hier so eine Überlaufkante, einen Holzsteg. Also auch alles sehr ordentlich und sauber und gepflegt. Der Camper-Service, die Fähr- und Entsorgungsstation, befindet sich im hinteren Teil des Campingplatzes. Man kann es grundsätzlich von beiden Seiten anfahren. Ihr seht hier schon so ein bisschen den Absatz und auch die Breite. Die Ablaufrinne ist wirklich groß. Ich gehe jetzt nochmal auf die andere Seite mit euch, dass ihr einen kompletten Blick habt. Und ja, es lässt sich grundsätzlich von beiden Seiten anfahren, abhängig davon, wie groß euer Mobil ist. Ist die eine oder andere Seite ein bisschen besser zu befahren. Hier ist es nicht ganz so steil. Und ja, also in der Mitte ist eine große Rinne fürs Grauwasser. Da hinten könnt ihr die Chemietoilette entsorgen. Hier könnt ihr euren Hund waschen. Und hier auf der linken Seite gibt es frisches Wasser. Neben Wohnwagen, Wohnmobilen und Zelten gibt es auch einen Glamping-Bereich auf dem Campingplatz. Das sind die Retro-Glamping-Wohneinheiten, so kann man es, glaube ich, ganz gut formulieren. War jetzt in der Nebensaison nicht vermietet, ist aber sehr schön angelegt. Und auch Apartments stehen zur Verfügung. Die sind jetzt im Winterschlaf und hier wird ein bisschen renoviert und der Vorgarten bearbeitet. Hier sieht man das. Also wer nicht mit dem Wohnmobil unterwegs ist, hat auch die Möglichkeit, den Platz zu nutzen und sich ein Apartment anzumieten. Es gibt mehrere Möglichkeiten oder mehrere Stellen auf dem Platz, wo man seinen Müll los wird. Hier wird getrennt, wird in 3 Sprachen oder in 4 Sprachen sogar angeschrieben, was wo reinkommt, sodass auch wirklich hier ja, der Müll ordentlich getrennt werden kann. In der Nähe der Rezeption gibt es nochmal einen weiteren Bereich mit Campingzelten und sogar einem Pool. Und wenn ihr den Platz verlasst, dann habt ihr direkt gegenüber die Küste. Nach links geht's nach Gallipoli und zum Supermarkt. Es ist in 200 Meter Entfernung ein Famila-Supermarkt, 7 Tage die Woche geöffnet und ein Fischrestaurant. Und wenn ihr den Platz nach rechts raus verlasst, dann kommt ihr an die Traumstände von Rivabella. Wenn dir das Video geholfen hat, dich zu entscheiden, den Platz anzufahren oder eben auch nicht, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal und freue dich auf weitere Reisevideos und Stellplatzinformationen aus Europa. Bis dahin, tschüss!